Wir haben heute hier in dem Flüchtlingscamp einen Workshop zu Covid-19 gehalten vor verschiedenen Ärzten und Krankenpflegern. Die Teilnehmer waren sehr interessiert, konnten ihre Erfahrungen schildern, waren sehr interessiert an unseren Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben. Eine Frage war zum Beispiel, was sagt uns das Testen oder was sagt uns die Antikörperuntersuchung, wann können wir sagen, ob jemand immun ist oder nicht? Das sind so die klassischen Fragen, die wir uns in Deutschland natürlich auch stellen, wo teilweise auch bis jetzt noch keine sichere Antwort vorhanden ist. Es ist ein grundsätzliches Wissen vorhanden, wie man generell Covid, wie man mit Covid umgeht, wie man diverse Behandlungen durchführt. Es gibt natürlich gewisse Schwierigkeiten, die abhängig sind von der Situation hier in dem Camp. Zum Beispiel die Distanz zu wahren ist hier unglaublich schwierig und man muss sich dementsprechend dann anpassen in der Situation. Also wir wissen ja, dass es hier in dem Camp schon Fälle gibt. Um die 40 Fälle wurden berichtet. Die Patienten werden isoliert. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sie aufgrund des beengten Wohnraums und der sozialen Beziehungen hier die Zahlen noch deutlich in die Höhe steigen. Die Grundmaßnahmen, die hier zum Beispiel in der Ausbildung verwendet werden, sind super. Das sind die Maßnahmen, die wir auch empfehlen würden. Wenn man sich allerdings so umsieht, laufen doch relativ wenige Bewohner hier mit Masken rum. Das heißt, es muss zu den Bewohnern noch durchdringen, welche einfachen Maßnahmen wir da machen können.